Hallo Freunde, schaut mal, wer heute da ist. Der Kameramann ist wieder mit dabei. Die faule Socke erübrigt mal ein bisschen Zeit fürs Hobby und ich muss den auch noch von zu Hause abholen. Ach, Leute, 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 Leute. Deswegen gibt es heute auch nur alkoholfrei. Wir verdecken mal das Logo, wa? Und wir haben was Tolles mit dabei, was ich gefunden habe. Ja, dass alle sehen, dass du auch mitmachst. Okay, Freunde, was habe ich hier entdeckt? Sieht man das wenigstens richtig drauf? Einwandfrei. Der Kameramann ist stumm wie immer. Was haben wir hier Schönes? Ja, das habe ich in so einem alten Schuppen von mir gefunden. Ich habe noch ein paar mehr gefunden, aber die anderen müssen erst ein bisschen aufpoliert werden. Hier habe ich erstmal bloß ein bisschen grob den Schirm gereinigt. Und das ist eine uralte Ossi, wie soll man sagen, Petroleumlampe. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt. Die sind relativ hochwertig, sehr beliebt und bei eBay noch relativ teuer. 30, 35 Euro, guten Zustand. Da kommen wir auch noch mal auf ein paar Details. Guter Zustand hin oder her. Die wurden wohl seit 50er Jahren irgendwann produziert, bis in die 80er hinein. Und ja, ich habe die in meiner Kindheit benutzt. Aber hauptsächlich waren die auf dem Hof dafür da. Die hingen so im Stall an der Schnur knapp über dem Boden. Und die Küken hatten dann da ein bisschen mehr Wärme deswegen. Ja. Rotes Glas ist drinne. Überhaupt kein Rost dran, außer so ein bisschen am Schirm. Wobei ich dann bei Wikipedia und ähnlichen gelesen habe, dass der Schirm auch aus Tombak sein konnte oder irgendein Werkstoff. Also hier scheint es mir Blech zu sein. Weil das ist als einziges ein bisschen oxidiert. Ansonsten haben sie sich damals die Mühe gemacht und haben die gesamte Lampe, würde ich mal so sagen, verkupfert oder so. Also jedenfalls ist hier so ein Antioxidationsbeschichtungszeugs obendrauf. Jo, ein paar Details, die ich ganz toll fand. Vielleicht kann der Kameramann mal ranzoomen. Siehst du das? Hier oben ist eine Fledermaus auf dem Stutzen drauf. Kann man das erkennen? Sieht man das? Ja. Das fand ich mal als Detail ganz schön. Das ist der Tankstutzen. Hier oben kann man das Glas anheben. Zack. Und hier mit diesem Drähtchen dreht man dann den doch nach oben. Genau. Feine Sache. Wenn ich jetzt noch Feuer hätte, liegt da Streichhölzer irgendwo? Nö. Der Kameramann sucht. Ich suche auch. Wieder mal ist nichts vorbereitet, alles aus dem Stegreif heraus. Ja, ich hab. Wir machen das Ding einfach mal an, weil wir kokeln ja gerne auf dem Küchentisch. Wahrscheinlich explodiert das Teil jetzt und fliegt uns um die Ohren. Live Action. Ui. Oh, ein sehr ranziges Glas, sag ich mal so. Das könnte man mal ein bisschen reinigen. Oh, das qualmt doch wie Sau. Also runterregeln. Ja, das ist nur die Lichtausbeute, Freunde. Vielleicht kann der Kameramann mal ganz kurz das Hauptlicht löschen. Oh, das Zimmerlicht. Alles muss man sagen, nicht machen die Angestellten von alleine. Ja, und so ungefähr ist dann die Lichtausbeute. Es ist natürlich keine Gaslampe. Und ich sag mal so, bei völliger Dunkelheit, beim Campen oder so, ist es eigentlich ausreichend. Kannst du den Strahler wieder anmachen. No. Da ist das ausreichend. Das Ding nennt sich auf Englisch jetzt Bed Nummer 158. Und hier drüben auch nochmal sehr schön, finde ich, so eine riesen Fledermaus oben drauf. Siehst du das? Da ja, Bed. Ne, ihr wisst ja, Batman, das ist also ein persönliches Ausrüstungsutensil von Batman und Robin. Nicht lizenziert von Sony oder DC oder wie auch immer.
Das hing nämlich am Bettmobil vorne am Kühlergrill. Natürlich zwei Stück. Und weil das rot ist, ist das eigentlich Infrarotlicht und du kannst im Dunkeln sehen. Spaß beiseite. Das schoss mir so durch den Kopf. Wieso hat zu tiefsten Ossi-Zeiten jemand einen englischen Namen für eine Lampe ausgewählt? Vielleicht wegen Export oder so? Ach, diese Anglizismen waren eigentlich nicht gerne gesehen zu Ossi-Zeiten. Na, jedenfalls habe ich auch noch im Schuppen eine 20 Jahre alte Dose mit Petroleum gefunden. Gibt es aber immer noch zu kaufen. Hab die da eingefüllt und los geht's. Und naja, im Prinzip eine einfache Lampe, alte Optik, sehr schön. Ich meine, beim Campen ist das eigentlich auch noch eine Heizung. Und dazu ist noch zu sagen, dass so eine Lampe sehr, sehr ergiebig leuchtet. Und so eine Tankfüllung, ach, ich glaube, Mensch, irgendwas. Das ist eine Größenordnung von, weiß nicht, 15, 20 Stunden oder so, die man bei einer Füllung nutzen kann. Freunde, Freunde, das Personal, es ist so traurig. Der gute Kameramann hat es geschafft, auf seinem Handy 30 GB voll zu ballern mit irgendwelchem Mist. Und er kann nur gar nicht aufnehmen, obwohl er dafür engagiert wurde. Scroll, Freunde. Personal schickt das Arbeitsamt, ich bin verzweifelt. Also, der Kameramann hat sich versucht zu entschuldigen, das wird aber nicht akzeptiert, er kann schon mal Bier holen, also nee. Das nächste Mal präsentiere ich euch ein Sixpack vom Kameramann, was live verkostet wird. Mensch, früher konnte man wenigstens Angestellte noch auspeitschen, aber heutzutage, nee. Wo war ich stehen geblieben? Diese schöne Lampe wird uns draußen gute Dienste leisten. Ich würde mal sagen, zum Buschkräften oder ähnliches, wie es neudeutsch heißt, nicht so geeignet. Das müsstest du ja hinten auf deinem Rucksack anbinden und mittransportieren. Früher hat man sowas gemacht. Apropos Transport, das Dingens wurde ausgeliefert mit einem Pappeimer, wo dieser Schirm genau reingepasst hat, Werbung drauf und ging so hoch in Export. Das habe ich dann bei Amazon gesehen. Wer Interesse hat, kann selber googeln. Die Dinger kosten relativ um die 30 Euro im guten Zustand. Halten ewig, da ist noch das originale Glas drinnen. Es gab wohl auch blaues und weißes Glas. Das gibt es wohl auch noch nachzukaufen, wie im Internet stand. Und Zubehör, tralala. Das Einzige, was hier oben fehlt, hier gehört entweder ein Bügel rein oder eine Kette zum Aufhängen. Jo. Und dann konnte man das früher dann ans Zelt hängen. Ja. Und dann hat man romantisches Licht. Eine rote. Oh je, was bringt man mit einem roten Lämpchen in Verbindung, was draußen am Haus hängt? Nee, das ist ein Mond. Mehr dürfen wir dazu nicht sagen, sonst wird das Video gestrichen. Das hieß also wahrscheinlich früher, kommt alle an mein Zelt. Der Reihe nach. Warum ist sonst ein rotes Licht drin? Das kann mir vielleicht mal einer erklären. Hat das wirklich eine Warmhaltefunktion gehabt? Wie gesagt, bei uns hing das im Hühnerstall über den Küken. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum rotes Licht. Keine Ahnung, war das nur die Optik für Partylampe etc.? Keine Ahnung. Es gab wohl auch Glas, was weiß ich, wo so ein Bildchen aufgedruckt war. Jubiläum, was weiß ich, sowieso Oldtimer, irgendwas. Drauf abgebildet. Das kann man im Internet nachlesen. Jo, ich bin glücklich, dass das Ding noch da ist. Erinnert mich an Jugendzeiten. Jo, wir hatten damit Spaß. Wir werden damit Spaß haben. Es wird unterm Carport hängen und wir zeigen euch dann irgendwann mal, wenn wir dort sitzen, grillen und die Assi-Tonne anmachen. Tschüss, Freunde.